Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben Zuwachs. Sky ist uns in der letzten Folge beigetreten. Besser gesagt, wir haben sie gerettet vor, ja, hinterherlaufenden Piraten. Es war dann nur einer, und zwar Banzo. Den haben wir lebend gefangen nehmen können. Und ja, wir versuchen den jetzt ebenfalls zu rekrutieren. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich die beiden guten Zimmer für... Das war ja keine Absicht. Die beiden guten Zimmer habe ich jetzt für die Gefangenen. Und Sky muss hier bei 7 Grad in dem dunklen Zimmer schlafen. Das ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel. Wir werden daher mal ganz schnell... Das müsste doch jetzt richtig rum sein. So, ja. Wir werden mal jetzt ganz schnell... Ja doch, eigentlich kann man aber gut sehen, wann es richtig rumsteht. Wenn man das einmal raus hat, dann geht das eigentlich. So, muss ich mir mal merken. Also, wir werden nochmal ganz schnell ein neues Quartier hier bauen, damit die gute Sky sich auch vernünftig schlafen legen kann. So, dann fällt mir gerade was ein. Und zwar stehen die Betten oben überall falsch. Denn die stehen genau gegenüber von der Tür und das sollten sie eigentlich nicht. Die sollten eigentlich auf der anderen Seite stehen. Das heißt, die werden wir nochmal verschieben. Ist ja kein Problem. Das ist ja nur ganz einfacher Verschiebejob. Das kriegen die Leute hin. Hier auf der Unterseite ist es jetzt richtig. Diese Steine... Das ist Kalksteine, will ich eigentlich gar nicht haben. Ja gut, aber... Besser als nichts, weg damit, ab ins Lager. Und schnell, das Quartier soll ja fertig werden. Stromleitung geht auf dieser Seite durch, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke vorsichtshalber nochmal nach. Und ja, das ist also alles in Ordnung. Dann brauchen wir natürlich ebenfalls Lüfter. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, alle 6 Räume mit einer Heizung zu beheizen, aber... Ich glaube, das ist relativ aussichtslos. Die Heizung kommt dahin und die wird dann neu installiert hier, wenn das Bett da steht. Dann passt das wieder. Und natürlich noch Pflanzen. Die haben wir jetzt hier in die Ecken gestellt. Das machen wir auch weiterhin so. Gut. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier aber noch eine Änderung vor. Das Bett stellen wir einen nach links, den Schrank einen nach da. Dann würde ich das mal erst abbrechen und... Ja, nee, wir müssen das Bett auf jeden Fall erst wegstellen. Ist egal. Wir müssen das Bett halt rüberstellen, damit wir den noch einen nach links schieben können, damit das Bett nicht ganz in der Ecke steht. Denn ich würde einen Abstand von der Wand auf jeden Fall versuchen einzuhalten. So, lassen wir die Zeit mal wieder schnell vorlaufen. Und jetzt, wo wir einen weiteren Konstrukteur haben, Sky kann das nämlich auch, könnten wir ja tatsächlich mal ein bisschen vorwärts kommen. Ich würde daher... Oh, das Dach scheint jetzt auch komplett drüber zu sein. Jawohl. Dann... Das Dach ist nicht komplett drüber. Genau da fehlt es nämlich. Ah, ist das zu groß? Das ist tatsächlich zu groß. Dann lass mich mal eben schauen, wie das Feld aussieht. Damit ich da noch eine Stütze einbauen kann. Ja. Ach, das sieht dann aber eigentlich nicht schön aus. Wenn wir es wenn wir's nicht vergrößert hätten, würde es perfekt passen. Jetzt nimmt uns die Stütze... Ach, das ist doch alles Mumpitz hier, ehrlich. Ganz ehrlich. So, machen wir anders. Das machen wir jetzt ganz anders. Das brechen wir ab. Das reißen wir ab. Bis hierher. Das lassen wir erstmal bauen. Und ich werde jetzt völlig asymmetrisch bauen. Ist mir völlig egal. Möchte, dass das vernünftig ist. Und dann können wir nämlich da Stützen reinbauen. Und zwar, wenn wir die hier hinstellen, müsste es passen. Kurz kontrollieren. Nee, passt nicht. Also einen zurück wieder.
Ach, das sieht aber wirklich nicht schön aus. Hm. Also hier jeweils noch eine Stütze. Dann passt das Feld hinein und wir müssten bis zur Mitte kommen. Sollte reichen, ja. Sieht dann ein bisschen merkwürdig aus. Das wird uns hier ja auch blühen. Von daher können wir uns am besten gleich dran gewöhnen. Ja, okay, hier passiert jetzt tatsächlich was, weil, wie gesagt, Niklas ist nicht mehr alleine. Haben wir eigentlich noch genügend Holz? 1200. Ich denke, damit kriegen wir das hier noch fertig alles. Ja, locker. Kein Problem. Julia, wo bist du eigentlich? Du machst da oben gerade die Erzader, das ist in Ordnung, aber auch hier müsste bitte mal wenigstens dieser eine Kalkstein abgebaut werden. Ja, jetzt ist sie wieder weggegangen. So, mach das bitte fertig. Jetzt ruht sie sich mit anderen aus. Nee, komm. Also, wenn ich einen Auftrag gebe, dann möchte ich nicht, dass das überschrieben wird. Wozu sollte ich sonst einen priorisierten Auftrag geben? Das will mir nicht in den Kopf. So. Gut, dann macht sie auch gleich weiter. Muss ja eh weg, das Zeugs. Und wie weit sind wir hier auch noch nicht weiter? Meine Güte. So, Sky ist ja auch Konstrukteur. Dann könnte die ja hier schon mal die Wände abreißen. Haben wir jetzt vor, wir machen doch direkt weiter. Es bringt Pelikan zu einfacher Mahlzeit. Das sollte bestimmt heißen, bringt einfache Mahlzeit zu Pelikan. Ja, ist auch so, das ist etwas falsch. Kein dramatischer Fehler, aber ein Fehler nichtsdestotrotz. So, wir hatten die Sonnenlampe ja schon, ach, da war sie ja. Wir hatten die Sonnenlampe ja schon hingestellt, das machen wir natürlich jetzt auch. Können wir das Planungsfeld da eigentlich auch mal abreißen. Da ist eine Batterie kaputt. Habe ich den Eindruck, dass das auch immer öfter passiert. Ja, super. Kostet wieder ein Bauteil. Wir haben ja noch genug. Also mit 50 Bauteilen stehen wir im Moment eigentlich ganz gut da. Ja, Moment, Sky. Jetzt kannst du dir auch ein schöneres Bett suchen. Wie wär's denn mit dem hier, wo die Heizung drin ist? Wähle Besitzer Sky. Und ja, jetzt ist er mitten in der Nacht aufgestanden. Aber okay. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Moment. Claire darf natürlich nicht mehr jagen. Das habe ich vergessen rauszunehmen, denn wir haben Claire die Waffe weggenommen. So, da Sky mit der Waffe besser umgehen kann, haben wir die Pistole abgegeben. Oder besser gesagt, Claire hat die Pistole abgegeben. Nahrungsration, alles super. Schaut mal, die Katze schläft auf dem Stuhl und der Bär schläft in der Ecke. Kann man machen. Kann man machen. Auch hier sieht es alles noch wunderbar aus. Wenn hier keine größere Katastrophe passiert, kriegen wir das hin. Und wenn wir hier dann einmal Baumwolle über den Winter anpflanzen, dann bin ich ganz überzeugt davon, dass wir hier schnellstmöglich Klamotten produzieren können. Denn ansonsten müssten diese Leute, die so kalt angezogen sind im Winter, eventuell einige Erfrierungen befürchten. Und wir wollen natürlich nicht hoffen, dass das passiert. So, Banzo, was ist eigentlich mit dem? Der ist doch... Ja, der ist aber verarztet. Von daher alles gut. Boah, ins Herz. Schuss mit dem Überlebensgewehr hat Niklas gut gezielt. Da können wir von Glück reden, dass der nicht direkt umgekippt ist. Also, gestorben meine ich. Schuss ins Herz, würde ich sagen, ist schon eine Sache. So, einmal diese Anlage fertig machen. Er arbeitet da an einem Blumentopf. Das ist nun wirklich nicht gerade wichtig. Da haben wir andere Dinge, die vorgezogen werden sollten. Ach, jetzt werden gleich beide gemacht, okay. Ach, Sky hat da mitgeholfen, alles klar. Dann machen wir die zweite auch noch und Claire baut derweil mal... Sky baut derweil mal hier. Ein neuer Rekrut! Wir haben Banzo angeworben! Oh, das ging aber schnell. Das ist ja wunderbar. Wir brauchen natürlich jetzt auch ein Zimmer und wieso legen die sich alle dahin? Was ist das für ein Bett? Das ist ein schäbiges Bett, das reiße ich ab, das muss weg. So, Banzo kriegt hier dieses Quartier. Und wo ist Banzo? Dort. So, und jetzt ganz wichtig. Arbeitseinteilung. Kopiert von den anderen. Und wir schauen mal kurz, was er gut kann. Also auf jeden Fall muss natürlich Feuerwehr an sein.
Patient ebenfalls Bettruhe und auch Howl Plus. Für die dringenden Sachen Schalter alle auf 1. Das habe ich bei Sky auch noch vergessen. Und dann schauen wir mal. Also Aufsehen, nein. Tierpfleger ist eine Affinität da. Das heißt, hier sind zwei Flammen drin. Das würde er gerne machen. Wir erlauben es ihm auf 3. Bauen, sehr gut. Sehr gut. Ein weiterer Bauarbeiter, der kriegt das auf 1. Landwirt ist er auch gut. Dann kriegt er das auch auf, bleibt auf 3. Bergarbeiter haben wir jetzt eigentlich 2, die besser sind. Dann machen wir das mal aus. Transport und Reinigen. Ja, wir brauchen auch Leute, die reinigen können. Von daher würde ich hier sogar sagen, machen wir das mal bei ihm auf 2. Dann kommt es noch vor Tierpflege und Feldarbeit. Das ist eigentlich nicht gut. Machen wir die Feldarbeit auch noch auf 2. Dann kommt es vor der Tierpflege. Und nach der Feldarbeit. So lassen wir es eingestellt. Niklas könnte auch forschen. Aber es gibt eigentlich immer was zu bauen. Wir können es ihm aber erlauben auf 3. Dann sollte da oben eigentlich immer einer stehen. Ja, die Stromleitungen werden gerade gelegt hier für unsere künstliche... Oh, die Sonne steht auch schon. Das heißt, wir können hier eine Anbauzone erzeugen. Das Dach müsste jetzt auch drüber sein. Warte mal. Da ist kein Dach. Müssen denn die anderen... Dann machen wir mal ganz schnell eben die Stützen hier. Halt, stopp. Jetzt nicht Kartoffeln, sondern Baumwolle. Baumwolle soll es sein, Julia. Bitte alles nochmal raus. Habe ich mit der Dachzone hier was falsch gemacht? Nein, habe ich nicht. Ist eingestellt als Dachzone. Vielleicht fehlt ja jetzt noch diese... Ich hoffe, dass es wirklich jetzt diese Banalie ist. Hat die sich jetzt von selbst ausgeschaltet? Oh, wie schön! Die geht automatisch aus während der Ruhephase der Pflanzen. Das ist neu. Ein neues Feature der Alpha 17. Hervorragend. Dann brauche ich ja gar nicht mehr die Schalter eigentlich. Ne, wir forschen gerade. Was forschen wir eigentlich gerade? Immer noch das Raffinieren. Ja. Das ist gut. Eigentlich hätte ich jetzt einen Schalter gebaut, der nachts dann halt automatisch die Lampe abschaltet, aber das ist nicht mehr nötig. Haben wir da nicht ein unsichtbares Stromkabel genommen? Scheinbar nicht. Ist doch nicht wahr. Kannst hier nämlich noch hervorluken sehen. Ist da jetzt ein Dach? Ich habe noch nicht geguckt. Es ist immer noch kein Dach da. Hier ist ein Dach errichtet worden. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Denn ich behaupte mal, eigentlich müsste hier ein Dach errichtet werden. Müsste leicht ein Dach drüber errichtet werden können. Der Abstand ist locker gegeben. Ich werde jetzt hier die Mauer noch ein bisschen erweitern und hoffen, dass es dann klappt. So, hier sind auch schon ein paar Betten umgestellt worden. Nur das große noch nicht. Das könnte Claire eigentlich gleich mal machen. Wenn sie das denn machen kann. Nee, kann sie nicht. Diese soll ja eigentlich auch nur... Ne, priorisiere Arbeit am Doppelbett. Das ist irreführend. In Wirklichkeit ist das ja nur ein Verschieben. So. Ist richtig rum. Haben wir Zeit mit. Ist nicht eilig. Aber das hier wäre mal bitte eilig.
Ah, sehr schön. Schon dabei. Jetzt ist das Dach gebaut worden. Als dieser hier fertig geworden ist. Okay, wir lassen das jetzt trotzdem zu Ende bauen. Sieht ja nicht schlecht aus. In Gottes Namen. In Gottes Namen. So, wie viele Steinblöcke haben wir denn? Wir haben 50 Granitblöcke. Das ist noch zu wenig. Sky, soll mal bitte die Stromkabel abreißen. Und hier ist es, glaube ich, auch noch zu kalt. 8 Grad. Das heißt, hier müssen natürlich auch noch Heizkörper rein. Heizkörper. Na, ich würde mal auf jeden Fall einen sagen. Vielleicht sogar zwei. Wir gucken mal erst ein, ob es reicht. So, jetzt sind die Stromkabel abgebaut. Jetzt nehmen wir auch die unsichtbaren. Und ich ziehe das ganz dreist bis unten drunter. So. Jetzt sieht man nichts mehr vom Kabel, so sollte es auch sein. Ja, und hier ist es mit dem Dach tatsächlich ganz genauso. Das heißt, wir können auf jeden Fall das gleiche hier nochmal bauen. Jetzt haben wir da einen Abstand von der Wand. Und ich mache das wirklich jetzt auch so. Auch wenn das ein bisschen merkwürdig aussieht. Ich habe den Eindruck, dass sich da was geändert hat von den Abständen her. Bin aber nicht sicher. Ich will es jetzt auch nicht beschreien. Aber mir scheint es fast so. So, mal eben kurz schauen. Da der gelbe Fluffel. Nee, der, wir nehmen den grünen. Den grünen Fleck auf der rechten Seite. Jetzt habe ich woanders hingeschaut. Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, wie groß ist denn so ein Ding? Wir können das ja auch eben abgucken. Also 11 ist es. So. 11. Wartet. Ach Gott, oh Gott, da tue ich mich jetzt aber schwer. Ne? Ich spiele es schon so oft und mache trotzdem immer noch die gleichen komischen Sachen manchmal. So. Das heißt, die Mauer kommt hier hin. Gut, und auch wenn es nicht nötig wäre, machen wir es hier dann aber auch nochmal. Und dann, ja, dann ist auch gut. Dann können wir hier die Planung jetzt auch mal wegnehmen. Dann wissen wir später eh, wo es hin muss. Gut. Gut, 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 gut. Naja, so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus, finde ich, mit dieser Einfassung. Hat was. So, wir müssen die Temperatur mal schauen. Hier ist 21 Grad, das heißt, die eine Heizung reicht. Dann können wir das auf jeden Fall mal abbrechen. Ist jetzt draußen aber auch nur 7 Grad, kann bei Minustemperaturen noch ganz anders aussehen. Also halten wir natürlich einen Blick drauf und das Raffinieren ist fertig. Dann schauen wir eben kurz, was wir als nächstes forschen wollten. Ihr wollt ja die Glassworks forschen. Die könnten wir jetzt auch... Ne, da müssen wir erst den elektrischen Schmelzofen für haben. Aber die Glassworks sind eine schöne Sache, denn die automatischen Schalter brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin überlegen, ob wir die Fuses nehmen, das sind die Sicherungen. Das würde natürlich so Brandgefahr mindern. Ja, wisst ihr was? Das machen wir mal. Wir erforschen mal die Sicherung. Denn sicher ist sicher. Also ich bin noch nicht so hundertprozentig begeistert von dem Layout meiner Kolonie, muss ich sagen. Das ist mir schon besser gelungen. Aber vielleicht wird es ja doch. So, wir haben den Abschutz einer Vorratskapsel registriert. Und wir finden Rauchblattjoint. Ja, wir lassen sie natürlich reintragen. Wir könnten sie zur Not verkaufen. Möchte ich nämlich eigentlich nicht so gerne haben. So, sollen wir mal wieder ein paar Bäume beschneiden? Wird, glaube ich, Zeit. Finish off. Das ist, scheinbar auch neu. Oh, noch eine Vorratskapsel. Und ein Wildschwein wurde zahm. Also wir fällen jetzt einfach mal die Bäume, die hier reif sind, von. Wildschwein wurde zahm. Herzlich willkommen. Und eine Vorratskapsel erneut. Oh, und das ist Hopfen.
Der muss gekühlt werden, wenn ich mich nicht irre. Ja. Der muss gekühlt werden. Den würde ich dann mal schnell reintragen. Oh, der ist... Nee, so weit weg ist der gar nicht. Ich dachte schon. Was ist denn jetzt los? Noch eine Vorratskapsel? Hallo? Und da ist Kräutermedizin. Ist das alles oder... Ja. Okay. Ach, direkt neben dem Hopfen. Interessant. Das habe ich auch noch nie erlebt. So, ist der Hopfen schon fast reingeholt. Ach, hier sind noch Bauteile. Die bauen wir direkt mal mit ab. Und der, wisst ihr was? Jetzt würde ich es gerne mal ausprobieren. Wie war das nochmal? Abbau und Rechtsklick, baue zusammenhängende Erze ab. Ah, null zusätzliche Erzfelder. Das heißt, es gibt offensichtlich keine komprimierten Bauteile mehr, die so offen rumliegen. Uiuiuiui. Ja. Das ist nicht wirklich eine gute Nachricht. Jede Menge Stahl auf jeden Fall, das ist gut. So, und jetzt macht der Niklas auch mal ein paar Bröckchen fertig. Und die muss er jetzt ganz oben ins Lager bringen. Wir werden jetzt das Lager umlegen. Hier rein. Können wir schon ein Funkfeuer bauen? Ich glaube noch nicht. Nee, das können wir noch nicht bauen. Lagerzone. Fertig. Das ist das Hauptlager. Und wir blenden es aus. Wir kopieren hier die Einstellung und löschen das Ding. Und fügen die Einstellung hier ein. Okay. So, wird alles rumgeschlört jetzt. Also müssen wir das jetzt alles markieren und Howl Urgently sagen. Ich würde sagen, ja, machen wir einfach mal. Dann ist das Ding schnell erledigt. Und da schnappt sich auch schon so gut wie jeder mal so ein Teil. So, Bett können wir jetzt auch verstellen. Das Bett ist jetzt Niklas zugewiesen. Das ist natürlich falsch. Das muss natürlich Niklas und Clea gehören. Machen wir direkt die Zuweisung wieder. Clea und Niklas. Moment mal. Jetzt gucke ich lieber nochmal nach. Ja, Clea ist richtig. Nicht, dass wir hier die Falschen ins Bett stecken. Temperatur passt. Gut, hier kommt jetzt unser ganzes Zeugs rein. Hat den Vorteil, der Niklas kann die fertigen Steine direkt hier einfach reinlegen. Muss nicht mehr ganz so weit gehen. Und wir haben jetzt 120 Granitblöcke. Wo wäre es denn als nächstes mal dringend nötig, einen Boden reinzumachen? Also, so richtig dringend ist es nirgendwo, aber ich... Holz fehlt. Sind die Bäume schon beschnitten? Nee. Ja, ein paar. Brauchen mehr Holz. Holz hacken. So. Hackt mir die Bäume weg. Verdammt, das Windrad ist blockiert durch die Eichen. Das habe ich vergessen, regelmäßig zu kontrollieren. Die beiden müssen schnell weg. Das könnte Victor machen. Die kann er nicht. Sky ist... Banzo? Ja, dann muss es Clea tun. Die müssen schnell weg, denn das geht ordentlich auf unsere Stromproduktion. Jetzt ist die auch noch kaputt. Ah ne, das ist nur eine Solaranlage. Nur in Anführungsstrichen. Hier, bitte den zweiten auch noch. Dann kannst du schlafen gehen. Und dann sehen wir gleich mal den Unterschied von 600 Watt hoch auf... ja gut, wenn die Wind, wenn es überhaupt keinen Wind mehr gibt, dann läuft natürlich auch keine Anlage mehr. Aber das, das ist schon richtig so, dass wir das freigemacht haben. Oh, die braucht 2900 Watt, die künstliche Sonne. Mensch, war das immer schon so hoch? Das kommt mir jetzt aber viel vor. Gut, dass wir noch ein paar Solaranlagen gebaut haben. Könnten hier übrigens mal wieder wechseln, damit die auch mal wieder ans Netz kommen. Die sind jetzt fast voll, aber hier haben wir halt zwei ganz leere. Und haben wir Forschung eigentlich schon gestartet? Nee, haben wir wieder nicht gemacht, ne? Doch, haben wir gemacht. Basic Fuse ist aktiv, sehr schön. Gut, so, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ist ja doch einiges geschafft. Wir haben auf jeden Fall eine sichere Baumwollproduktion für den Winter und können dann auch schnell, ja, wir sind schon mitten im Winter, wir können dann aber bald, also nicht schnell, aber bald Kleidung produzieren. Einige tragen keine oder haben schlechte oder nur wenig Kleidung, wie Sky zum Beispiel, die hat nur eine Jacke. Das reicht natürlich nicht. Von daher muss dringend was passieren. Also, das nehmen wir jetzt natürlich alles in Angriff. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.